bin ich wieder, diesmal mit einem kleinen Haul. Ich habe ein paar Sachen von AliExpress bekommen, ich habe ein paar Sachen von Wish bekommen und ich war heute noch im Action einkaufen, habe da auch noch ein bisschen was mitgenommen, was ich euch zeigen möchte. Das fasse ich dann einfach mal in einem Video zusammen. Fangen wir mal bei Wish an. Da habe ich diese tollen, süßen Rilakkuma Sticker bekommen. Die möchte ich haben, um ins Resin einzugießen. Dafür sind die perfekt, dadurch, dass der Hintergrund halt auch wirklich durchsichtig ist, sieht man keinen Rand. Die sind dafür sehr, sehr schön. Dann habe ich von Ali für meine Stanze ein paar Prägefolder bekommen. Sind da mega günstig und haben echt eine super Qualität. Und die wollte ich euch mal zeigen. Haben wir einmal mit so einem schönen Holzdesign. Dann einen Rahmen mit Herzchen. Da haben wir noch einen Rahmen. Dann hier ein floraler Druck. Und noch ein floraler Druck. Ich kaufe die am liebsten bei Ali, weil die wirklich auch von der Qualität her sehr gut sind. Aber halt nicht so viel kosten, wie es in manch anderen Läden sind. Oder diese Original von Sissix. Das kann man sich ja dann sparen. Dann habe ich noch ein paar von meinen Stanzen bekommen, die ich bestellt habe. Da kommen aber auch noch ein paar. Das ist einmal hier das schöne Herz. Mit den ganzen vielen kleinen Herzen. Dann einmal so eine Eckstanze. Dann haben wir eine Miezekatze oder besser gesagt zwei Miezekatzen. Aus, dann kann man die besser sehen. Entschuldigt fürs Knistern, aber die sind immer in diesen Tüten verpackt. Da haben wir einmal so. Und dann für ein Innenteil ausstanzen. Dann diese noch, ne? Das heißt, dann kann man die richtig schön farbig machen. Die sind da auch sehr, sehr günstig und von der Qualität her genauso wie die teuren, finde ich. Dann hier noch einmal so ein Schriftzug mit Thank you. Auch sehr schön. Und dann habe ich bei Ali auch Washi-Tape bestellt. Das ist auch da gekommen heute. Dann einmal diese hier. Zweimal kleine Punkte, einmal etwas größere Punkte, dann diagonal gestreift und noch einen mit Streifen. Und einmal hier die 10 Stück in den schönen Farben. Eignen sich auch sehr gut für Goodiebags basteln. Also ich kaufe die hauptsächlich aus China, weil man sie da auch bezahlen kann oder halt vom Action. Action hole ich mir auch immer welche. Und dann sind die hier noch mit dabei gewesen. Das ist dann nicht diese Papiervariante, sondern mehr wie Tesafilm. Und zwar haben wir hier einmal, ich hoffe, ihr könnt das so sehen, ja, einmal so Pilze. Dann haben wir hier Autos. At least a short rest. Dann hier mit Blümchen. Dann haben wir hier mit Erdbeeren. Hey, you are invaded. Dann haben wir hier Blau, Rot und Weiß. Haben wir hier nochmal mit Autos und einem Bagger. Hier mit Schleifchen und Punkten. Vielleicht könnt ihr das dann so besser sehen. Jetzt kriege ich es noch nicht mal losgefrisselt. So, jetzt. Ja, wie gesagt, halt mit Schleifchen und Punkten.
ganz niedlich. Da habe ich, ich weiß nicht, ob das für diese waren, ich habe nochmals welche bekommen, habe ich 88 Cent bezahlt für 10 Rollen. Da ist jetzt zwar nicht so die Menge drauf, wie man das sonst gewohnt ist, aber ich finde trotzdem ausreichend und für den Preis kann man einfach nichts anderes erwarten. Und dann haben wir hier Apfel und Herzchen. Hier einmal mit Klaviertastatur. Ich suche mal gerade den Anfang, dann kann ich euch das auch nochmal zeigen. Bunte Tasten und Musiknoten. Und dann hier noch einer mit Pilze. Das erinnert mich immer an Super Mario, was man früher hatte, das Spiel. Da gab es auch diesen grünen, wenn man Leben gewonnen hat, und einen roten, um groß zu werden. Ja, das waren dann so meine Bestellungen, was ich bekommen habe von Ali und von Wish. Und dann baue ich jetzt gerade um. Und dann sehen wir uns gleich wieder mit den Sachen vom Action. Bis gleich. So, jetzt geht's weiter. Jetzt zeige ich euch einmal die Sachen, die ich beim Action mitgenommen habe. Zum einen, ich kann euch auch die Preise dazu sagen. Habe ich. Das, die meisten, die kennen die Preise, aber zum einen habe ich mir wieder 3 Kleberoller mitgenommen. Damit kann man sehr, sehr gut basteln, wenn es mal schnell gehen muss. Da kostet einer 95 Cent. Ja, genau, 95 Cent kostet da eine. Lohnt sich. Dann habe ich noch ein paar Standschablonen mitgenommen. Entschuldigt fürs Wackeln. So ein paar Eckmotive. So, da kostet eine 99 Cent. Wie gesagt, 3 verschiedene habe ich mitgenommen. Dann habe ich mitgenommen. Kassenbon. Mal schauen. Da. Einmal hier Clear Stamps. Die Stempel selber habe ich schon einmal bekommen. Mir ging es jetzt hauptsächlich um die Prägeschablone dazu. Also die Clear Stamps, die werde ich dann noch weitergeben. Kostet das Set 1,95 Euro beim Action. Dann habe ich mitgenommen ein paar Motivstanzer. Einmal so ein Sternchen, eine Blüte und hier noch eine Blüte. Und da kosten 75 Cent und die beiden kosten jeweils 99 Cent. Für meine Zwecke ausreichend. Wenn sie dann mal nicht mehr vergehen, dann holt man halt andere, finde ich. Dann mal wieder zum Goodie Bags verschicken. Brauchte ich große Luftpolsterumschläge. Da sind immer 3 Stück drin und kostet ein Paket 99 Cent. Davon habe ich dann auch 3 Pakete mitgenommen. Dann habe ich hier Cardstock mitgenommen mit Linien. Da ist dann gelb und weiß drin. Die haben halt dann so eine Linien. Auch sehr schön. Kann man auch sehr schön nehmen, um Stanzteile auszustanzen. Und das hat gekostet 1,52 Euro.
So, und jetzt kommen wir zu dem Interessantesten. Ich weiß, die kleinen Blöcke, die gibt es schon lange. Ich bin nur bei dem einen Action nicht drangekommen. Und zu dem anderen komme ich ganz, ganz selten. Und zwar sind das die hier mit dem Papercraft-Design. Da habe ich alle 6 Stück bekommen, die es gibt davon. Und da kostet einer 59 Cent. Sind immer 10 verschiedene Designs mit A3 Blätter. Das heißt, sind da 30 Blätter drin. Und guckt euch das an. Och, ich liebe sie. Hier mit Schmetterlingen. Hier mit blauen Blumen. Hier mit Schrift und Blümchen. Mit Herzchen. Vogel und Blumen. Das hier finde ich auch traumhaft. Das waren der von der Kollektion 1, der erste von denen. Dann kommen wir zum zweiten. Ich denke, da brauche ich nicht viel zu sagen. Die sind halt wirklich von der Schönheit echt atemberaubend. Guckt euch das mal an. Ich finde das so schön. Gerade auch so mit den Farben, dass man das mit Lila foliert hat oder mit Blau oder Gold oder Silber. Ich finde das echt total toll. Jetzt habe ich einen überschlagen. Und zwar die goldenen Ananas. Könnt ihr mir mal sagen, wie ihr die findet? Also ich finde die echt schön. Dann haben wir da den dritten Block von. Gerade so, wenn man ein Album bastelt. So als Hingucker. Macht das echt viel aus. Ja, manche haben halt nicht das Glück, ein Action zu haben. Da kann ich euch aber raten, es gibt schöne Actiongruppen, wo dann auch ganz, ganz liebe User mit drin sind, die dann auch auf Wunsch für euch einkaufen. Natürlich unter Vorkasse. Es wäre ja ärgerlich, wenn die das kaufen, geben da unnötig Geld aus. Und ihr sagt nachher, ich möchte es dann doch nicht haben oder meldet euch einfach nicht mehr. Ne? Dann sagt ihr, was ihr braucht. Wenn jemand eh hinfährt, der wird euch das dann wohl mitbringen. Da haben wir einmal Block 4. Und zwar gibt es da einmal die Gruppe Action Deutschland, Tausch und Verkauf. Und dann gibt es die Gruppe Action Friends. Also die kann ich euch echt empfehlen. Sind auch alle super lieb da und da kriegt man auch richtig schöne Deko-Ideen. Schaut da einfach mal rein. Vielleicht sieht man sich dann da auch mal. Da kann man zum Beispiel auch von anderen Leuten einfach mal diese Blöcke kaufen. Gerade bei Tausch und Verkauf. So, das war Block Nummer 4. Dann haben wir hier Block Nummer 5. Der ist überwiegend mit Silber und Gold. Hier schön mit Schrift. Finde ich wunderschön. Atemberaubend schön, gerade auch mit diesen Vintage-Motiven. Finde ich mega. So, schaut euch das mal an. Ist das nicht atemberaubend schön? Herrlich. Also Block Nummer 5. Und dann haben wir Block Nummer 6. Der ist dann überwiegend Silber mit Blau.
Und ich finde gerade auch, dass man dann immer so ganz schwarze Motive dann auch mit dabei hat, auf dem Kraftpapier. Sehr, sehr schön. Ja, dann auch wieder mit Silber. Ja, oder ganz mit Blau. Oh, das blendet richtig in meinem Licht. Und hier noch einmal mit Silber. Und das war dann Block Nummer 6. Wie gesagt, da kostet einer 59 Cent von. Habt ihr 30 Blätter drin, 10 Designs, A3 Blätter. Ich würde sagen, es lohnt sich. Und dann, die räumen wir noch einmal beiseite. Dann kommen die großen. Die 9. Ich habe leider nur 3 von den 6 bekommen. Ich hätte gerne alle 6 gehabt. Aber besser 3 als gar keinen. Da kennt ihr auch die Preise. Da kostet ein Block 1,99. Und auch das, finde ich, lohnt sich total. So, jetzt muss ich die einzeln nehmen. Sonst wird das einfach zu hoch. So, ich blätter euch die so mal durch. So könnt ihr drauf gucken. Hoch, entschuldigt. Nicht, dass ihr seekrank werdet. Eis, Linien, hier was Schönes Maritim, das in Rot-Blau, die ist ja auch wunderschön, hier einfach schlicht mit Linien, ist jetzt nicht ganz so mein Ding, aber kann man ja nutzen, um Bestandteile zu machen. Hier dann das Eis in Rot, feine rosa Blüten. Rote Linien. Dies hier ist auch sehr schön im Vintage-Design. Dann haben wir Erdbeeren. Hier schön mit Noten. Finde ich auch total toll. Dann haben wir zu den Erdbeeren auch die Kirsche. Rot mit weißen Blümchen. Dies hier finde ich auch richtig schön. Also wegen dem hat sich das schon richtig gelohnt. Hier dann mit Wassermelone. Hier noch ein schönes Vintage-Design. Die ist ja auch, finde ich, auch super schön. Dann haben wir hier mit den Palmen. Hier haben wir das zweite Maritime. Finde ich auch schön. Dann haben wir blau kariert. Blau mit weißen Blümchen. Dann haben wir hier diese Strahlen. Und einmal blau mit ganz zarten weißen Blumen. Ich weiß gar nicht, ob ihr die sehen könnt. Sehr, sehr schön. Achso, ich sollte euch auch mal sagen, wie der heißt. Das ist der Vintage Holiday. Dann haben wir den Romantic Summer. Der ist auch so schön geworden. Also die haben sich diesmal echt Mühe gegeben. Finde ich ja. Mit den Rosen. Och, das ist doch richtig herrlich, ne? Und guck mal, da sind kleine Bienchen. Dann haben wir so in so einem leicht Orangeton, so ein bisschen Terrakottafarben, hätte ich beinahe gesagt. Dann haben wir hier in Pink noch mehr Blümchen. Grüne Streifen. Dann haben wir hier mit den Herzchen. Dann haben wir grün mit weißen Blumen. Dann haben wir hier auch nochmal Blumen. Also ich denke, echt bestechend schön. Und diese Blöcke, die lohnen sich. Die habe ich so gerne da. Und ich finde es teilweise schon schade, wenn ich sie benutze. Ich würde sie am liebsten so behalten, wie sie sind. Hier dann auch Blümchen. Sehr, sehr schön diesmal. Ich weiß gar nicht, ob ihr das hier sehen könnt. Das ist so ein bisschen in pastellig gehalten. Aber hier sind so ein paar farblich abgegrenzte Blumen mit drauf. Sehr, sehr schön. Dann haben wir hier mit ein bisschen feine Schrift. Grünes Holzdesign. Weiß mit lila Herzchen. Ein rosa.
Das hier ist auch nicht so ganz so meins, aber mal gucken, wenn man es verarbeitet, ob man was Schönes als Alternative hinbekommt, dass das dann auch gut aussieht. Ja, dann haben wir hier schön die Herzen. Eiffelturm, also Paris. Dann haben wir hier mit kariert und Herzen. So, und der letzte ist dann das hier, auch sehr, sehr schön. Und heißt Romantic Summer. So, jetzt kommt natürlich das Optimum. Jetzt geht es mal richtig knallig. Und zwar mit dem Party Time. Also wenn das nicht vor Farbe strotzt, dann weiß ich es auch nicht. Dann haben wir einmal hier das Leo Design. Vielleicht, wenn man es verarbeitet hat, vielleicht sieht es dann anders aus. So, jetzt auf Anhieb würde ich sagen, ist es nicht ganz meins. Dann haben wir hier mit Streifen. Pink mit weißen Herzchen. Dann haben wir hier die Totenköpfe. Kariert. Mit lila Lippen. Dann haben wir hier die Sternchen. Dann haben wir hier Orange mit Pink, pinken Sonnenbrillen und pinken Zacken. So auf dem Blatt würde ich auch sagen, ist nicht ganz meins, aber vielleicht verarbeitet besser. Dann haben wir Grün mit Punkten, dann haben wir Weiß mit Punkten, dann haben wir hier liniert, dann haben wir Gelb mit Cocktail, dann haben wir Grün kariert, bunten Herzchen, Gelb mit weißen Blumen, dann haben wir hier Orange mit pinken Blumen, Gelb mit roten Sternchen, die hier auch mega schön, kann man richtig schön dekorieren, so als Kartenaufdruck, finde ich das cool. Dann haben wir hier mit bunten Sternchen, das ist jetzt Pink mit grünen Entchen. Das Grün, das sticht echt mega raus. Verarbeitet, vielleicht sieht es anders aus. So auf Anhieb würde ich auch sagen, nicht ganz meins. Aber wenn ich es nicht verbasteln kann, so als Motiv, dann stanzt sich da halt raus. Dann haben wir hier mit Schmetterlingen. Dann haben wir hier wie Konfetti. Blau mit Cocktails. Und dann haben wir Lila mit Palmen. So, das war dann der Block mit dem Partytime. Ja, das war dann mein Einkauf bei Action. Habe insgesamt bezahlt 25,08 Euro. Ja, ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich um Daumen hoch echt freuen. Und lasst mir doch gerne ein Abo da. Und wir sehen uns dann beim nächsten Einkauf-Haul oder beim Basteln. Bis dann, tschüss!